Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhies 82 mit einer neuen Review für euch. Im letzten Review ging es ja um Ruby taucht ab und wie mir dieser Film und auch der Emma gefallen hat, da könnt ihr gerne mal dazu das Video angucken. Und heute geht es um einen Film, ja, den wollte ich schon lange mal reviewen. Ich weiß, ich bin schon sehr spät dran mit diesem Film, aber das ist ein Film, den muss man schon erstmal, man muss sich erstmal auf diesen Film vorbereiten und vor allem auch, man muss auch dazu diesen Film auch Lust haben. Ja, erstmal hier nochmal vielen herzlichsten Dank an Play & Pictures für das Mediabook, was ich auch schon lange in meiner Sammlung habe, euch schon vorgestellt habe, könnt ihr euch einmal das Unboxing angucken. Und ich bekam mir auch damals eben 2 Kinogutscheine für diesen Film, die ich aber nicht einlesen konnte, aus dem Grund, weil es eben bei uns im Kino nicht funktioniert hat. Deswegen sind wir trotzdem ins Kino gegangen und der Kinobesuch war damals wirklich einfach nur grausam. Es war einer mit von den schlimmsten Kinobesuchen, die ich jemals in Bayreuther Kino erlebt habe. Erstmal war es ein kleines Kino, wieder viel zu leise. Es waren gerade mal 7 Leute drin, aber 7 Leute können auch extrem viel stören. Die vor uns haben gequatscht, weil sie alle erste Date gehabt haben, haben die gerade rumgeknutscht, ist auch vollkommen okay, aber halt auch noch schön lautstark unterhalten. Bitte seid ruhig. Weiter vorne haben welche eben den Film mit dem Handy mitgefilmt. Nebendran haben sie noch rumgeknuspert mit Popcorn und mit Nachos. Und der Kinosaal, oder zumindest das Kino, war einfach viel zu leise. Du hast einfach nicht sehr viel mitbekommen von Dialogen. Und vor allem bei diesem Film ist unser Film das Problem. Dieser Film ist nun mal sehr dialoglastig. Und ja, mich mehrmals beschwert im Kino, mehrmals lauter gemacht. Es hat nichts geholfen. Es war einfach nur ein grauenhafter Kinobesuch. Und ich konnte mich auf diesen Film nicht wirklich konzentrieren. Ich bin aus dem Film rausgegangen, okay, was habe ich jetzt eigentlich angeguckt? Obwohl ich mich wirklich auf diesen Film so drauf gefreut habe. Auf diesen Film habe ich mich so drauf gefreut. Brendan Fraser bekam hier seine Oscar-Gewinner als bester Hauptdarsteller. Und ich konnte es einfach nicht genießen. Okay, ich mache dazu die Review, wenn ich das Mediabook habe. Dann mache ich dazu die Review. Und hier ist nun auch deine Review zu The Whale. The Whale, ja, was soll ich sagen? The Whale ist schon ein sehr spezieller Film. Das muss man wirklich klipp und klar sagen. Er ist auch ein sehr emotionaler Film, sehr trauriger Film und der lässt einen nicht so ganz mehr los. Also mich hat dieser Film dann doch wirklich sehr, sehr berührt, also im Kino gar nicht. Aber einfach aus dem Grund, weil ich nicht die Zusammenhänge gefunden habe, weil ich mehrmals raus musste und vor allem bei den wichtigsten Momenten bin ich auch rausgegangen anscheinend. Und dann nach dem Kinogang denke ich, okay, hä, was? Ich habe nichts kapiert. Ja, aber das konnte ich nun jetzt auch ändern und er hat genau das erreicht, was er eigentlich erreichen sollte, auch im Kino. Und darüber sprechen wir jetzt in diesem Video. Könnte ein bisschen länger gehen, ganz ehrlich, denn ich will diesen Film wirklich euch schmackhaft machen, aber auch euch schon mal drauf warnen, was ihr da anguckt. Der Film ist eigentlich produziert worden im Jahr 2022, also nicht 2023. Der Film geht 117 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Und hier muss ich klipp und klar sagen, nein. Mit 12 Jahren versteht man diesen Film kein bisschen. Selbst mit 20 können diese Filme noch viel zu jung sein für dieses Alter. Man muss da wirklich schon ein bisschen Lebenserfahrung, glaube ich, haben bei diesem Film, um diesen Film wirklich mitfiebern zu können. Denn dieser Film ist auf jeden Fall sehr speziell und auch sehr, sehr dramatisch auch. Und es geht ja wirklich um Einstein-Erlebnisse in einem Leben, wo wirklich viele, viele gemacht worden sind. Und deswegen würde ich schon mal warnen, also ab 12 Jahren, guckt euch diesen Film nicht an. Mit 30, 35, ja, aber ein Altersfreigabe mit 35 gibt es nun mal nicht. Gut, Regie führte hier Darren Aronofsky, hat auch Requiem for a Dream gemacht. The Wrestler, auch ein sehr geiler Film. Black Swan fand ich auch mega gut, nur war es nicht ganz so mein Fall. Und Mother habe ich noch nicht gesehen. In Hauptrollen haben hier Brendan Fraser als Charlie. Ja, mitgespielt hat er bei Steinzeit Junior, einer mit von seinen komödiantischen 10er oder 80er Jahren. Habe ich damals auch im Kino, glaube ich, gesehen, wenn mich alles täuscht. Aber durch bekannt ist er natürlich geworden durch Die Mumie 1 bis 3. Und da liebe ich auch diesen Film. Ich liebe diese Filme, Die Mumie. Dann noch bei Teufelscher mitgespielt und auch noch Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Danach wurde es ein bisschen flau bei ihm. Er hat keine Rollen mehr bekommen, hat auch einige Beschwerden gehabt und hat eben 10 Jahre lang erstmal keine weiteren Filme gemacht. Die letzte Hauptrolle war 2010. Und hier kann man sagen, hat auf jeden Fall sein Comeback gefallen. Das muss ich mir wirklich sagen, das hat auf jeden Fall hier alles komplett richtig gemacht. In weiteren Rollen haben wir noch Sadie Sink, ist die Ellie, die Tochter von Charlie. Und sie kennen wir auch aus Stranger Things.
Dann Hong Chao ist die Liz, die der Gangschwester von ihm, hat mitgespielt bei Downsizing, The Menu und auch bei Asteroid City. Und Ty Simpkins ist der Thomas, hat mitgespielt bei Insidious-Teilen, sowie auch bei Iron Man 3, Jurassic World und auch Avengers Endgame. Also hier hat einige große Rollen, zumindest Nebenrollen gehabt, aber auch in größeren Filmen. Und diese Samantha Morton ist die Mary, hat mitgespielt bei Minority Report, John Carter und auch bei Fantastische Tierwesen Teil 1. Und das waren auch wirklich alle Charaktere, was bei diesem Film eigentlich vorkommen. Ja, kommen wir jetzt zu der Inhaltsangabe zu dem Film. Man muss hier auch nicht sehr viel erzählen dazu, denn ein zurückgezogener lebender Englischlehrer namens Charlie, der an schweren Fettleibigkeit leidet, versucht sich mit seiner entfremdeten Teenager-Tochter wieder zu versöhnen, um eine letzte Chance auf Wiedergutmachung zu erhalten. So viel schon mal zu der Geschichte, der ganzen Geschichte. Klingt jetzt nicht spannend, aber glaubt mir, es ist wirklich hart. Ein bisschen Wissenswertes über diesen Film gibt es auch noch. Dass der ganze Film basiert auf einem Theaterstück von Samuel D. Hunter. Es dauerte 10 Jahre lang, bis dieser Film wirklich komplett fertig gedreht war, mit Vorbereitungszeit und auch mit der Charakterauswahl. Das Budget lag bei dem Film gerade mal bei $3 Millionen. Und am 4. September 2022 wurde er auf dem internationalen Filmfestspielen von Venedig uraufgeführt. Und am 9. Dezember kam er dann in US-Kinos auch heraus. In Deutschland musste er ein bisschen länger warten, was auch was ganz Seltenes ist. Und eigentlich kommen die kompletten Filme auch immer gleichzeitig raus. Aber hier war es dieser Fall, denn der Film kam erst am 27. April 2023 auch in die Kinos. Und auch deswegen wird auch dieser Film auch dann bei mir mit in die 2023er Kinojahr mit reingerechnet, was ich ihn da auch gesehen habe. Das Einspielergebnis war bei diesem Film bei $53,9 Millionen und kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und wie gesagt, er hat einen Oscar-Gewinner in der besten Hauptdarsteller, Brendan Fraser, und auch noch einen Oscar gewonnen bei das beste Make-up. Und auch das war bei beiden Dingen komplett verdient. Und ganz ehrlich, dieser Film hätte es mehr verdient als Everything Everywhere All at Once, dass dieser Film den Preis Oscar gewonnen hat für den besten Film des Jahres. Wirklich war, also Everything, keine Ahnung, warum der so gut bewertet wurde. Auch das Booklet wird durchgelesen von mir, jetzt eben, gerade eben erst geschrieben wurde es von Stefan Jung. Wir haben hier diese Zeit von ca. 45 Minuten und hier geht es erstmal um die Filme von Darren Aronofsky und dann auch in den besonderen Style von diesem Film, auf was eben hier besonders Wert legt, wird hier darauf eingegangen in den nächsten Kapiteln und auch dann ein bisschen über die Entstehung von The Whale wird hier eingegangen und auch die Interpretation des Films ist ja auch eh hier mit dabei, aber ich höre jetzt hier gleich meine eigene Interpretation zu The Whale. So, wir schon mal zu dem Booklet und jetzt kommen wir noch zu meiner persönlichen Meinung zu The Whale. Wie ich schon sagte, im Kino war ich da drin. Ich habe wirklich nicht so den Zusammenhang mehr gefunden, dann, nachdem ich mehrmals rausgegangen musste, eben wegen Lautstärke mich beschweren, dass mit Handy gefilmt wurde. Es war wirklich ein Höllenkinobesuch und ich könnte mich so dermaßen ärgern, denn eigentlich denken, okay, bei so einem Film gehen wirklich nur Leute rein, die den Film auch wirklich sehen wollen. Man weiß ja, es ist ein dialoglastiger Film, man hört dazu, man muss da auch hinhören, was da gesprochen wird. Aber leider war das hier bei diesem Film absolut nicht mehr der Fall. Und da habe ich mich wirklich extrem geärgert, diesen Film im Kino angeguckt zu haben, denn zu Hause war er wesentlich intimer, privater anzugucken und man konnte auch den auch anhören, ohne dass irgendwie Hintergrundgeräusche waren. Man konnte sich nur auf diesen Film konzentrieren. Und da hat dieser Film wirklich verdammt gut gewirkt. Und zwar aber richtig. Es kann sein, dass ich auch jetzt hier sehr emotional werde, also es kann auch sein, dass hier auch ein paar Tränen fließen. Also wo ich es rausgeschrieben habe, war ich schon kurz vom Heulen wieder. Weil ich bin ein sehr emotionaler Mensch, gebe ich zu. Und vor allem bei so manchen Filmen, da hat es mich wirklich vollkommen erwischt. Und dieser Film ist auch so ein Film, den man auch nicht so oft angucken wird, würde ich jetzt mal behaupten, weil einfach er ja doch eine sehr spezielle Art und Weise hat. Kommen wir erstmal zu der Story. Die Story ist wirklich jetzt sehr ruhig erzählt. Also wir sind jetzt hier, die Hauptaugenmerke bei diesem Film liegt natürlich hier an der Geschichte, an den Dialoge, an der Schauspielerleistung liegt hier und auch an der ganzen Erzählweise von diesem Film. Hier gibt es wieder Action-Momente drin. Er ist ein rein dialoglastiger mit wirklich sehr interessanten Kameraführungen auch hier. Das ist hier das Hauptaugenmerk von diesem Film. Wer jetzt was Actionreiches erwartet, lasst die Finger von diesem Film. Er ist wirklich ein sehr emotionaler, todtrauriger, mitreißender und emotionaler Film, der
wirklich unter die Haut geht. Und nach diesem Film werdet ihr euch merken, irgendwas passt. Es ist ein unwohles Gefühl nach diesem Film und man grübelt darüber nach, was das alles für eine Bedeutung hat. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant. Dieser Film zeigt eine menschliche Seite in uns, dass man auch Mitgefühl zeigen soll, dass man auch nicht einfach Vorurteile haben soll zu diesen Leuten, eben diesen fettleibigen Menschen. Und man musste erstmal auf diese Geschichte einhören, warum das alles so passiert ist. Dieser Film ist ein Kammerspiel. Es spielt nur in der Wohnung von Charlie. Man hat ja auch hier klaustrophobische Momente, einfach aus dem Grund, man hat das Gefühl, das ist so bloß diese Wohnung, aber alle Gegenstände, wo er dort sind, sind ewig weit weg für ihn, weil er eben halt hinkommt. Die Beweglichkeit für ihn auch. Und man wünscht ja auch selbst, wenn man diesen Film anguckt, dass man auch mal mit dem Kopf fühlt und man denkt, Walter, wie kann es nur so weit kommen, dass es so weit kommt, was es hier in diesem Film passiert. Also ich habe mich erwischt, dass es wirklich mit dem Kopf fühlt. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Der Film entwickelt sich im Laufe der Geschichte. Man bekommt Hintergründe auch zu erfahren über den Charakter, auch über Charlie, auch über die Ellie, also über alle Charaktere bekommen wir es zu erfahren. Und zum Schluss kommt eben dann das große ganze Finale. Und das ist dann wirklich schon eine rein emotionale Geschichte, die einen wirklich die Tränen aus den Augen haut. Also mir ging es so, also ich habe wirklich geheult, Hund und Wasser gebe ich zu. Trotz alledem hat auch einige amüsante Dialoge immer dabei, das muss man hier klipp und klar sagen, dass auch die komplette Geschichte ein bisschen auflockert, aber auch ein bisschen zynisch daherkommt. Also es ist jetzt nicht so, jetzt so plumpe, witzige Dialoge, sondern die sind auch wirklich passend, perfekt in diese Szene reingepasst und von daher ist es auch eigentlich hier eine lockere Stimmung, aber die komplette Grundstimmung ist eigentlich schon eher mehr depressiv. Und dieser Film ist auf jeden Fall kein Film für zwischendurch. Man muss wirklich an diesem Film dranbleiben, man muss sich komplett auf diesen Film konzentrieren und es ist auch ein Film, den man auch nicht oft angucken wird. Einfach, weil er so unangenehm ist. Es ist ein unangenehmer Film, das ist ein unangenehme. Also mir ging es danach unangenehm, diesen Film angeguckt zu haben, weil du einfach das Problem hast, es ist einfach alles so todtraurig, du hast Mitleid mit diesen ganzen Charakteren und das ist dieser Film, wirklich, der zieht einen wirklich komplett runter. Man kann schon fast sagen, es ist schon fast depressiv danach, nach diesem Film, weil es einfach so extrem todtraurig und so leidend ist bei diesem Film, was eben hier erschienen ist. Kommen wir mal zu den Charakteren. Und hier muss man wirklich klipp und klar sagen, Brendan Fraser hat hier den Oscar komplett wohlverdient. Also sei es jetzt auch hier von den ganzen Charakterdarstellungen. Wir haben jetzt hier einen Charlie, gespielt von Brendan Fraser, absolut überzeugend und glaubwürdig. Allein schon der erste Grundgedanke, so geht es zumindest mir, klingt jetzt vielleicht wieder böse, aber der erste Grundgedanke, wenn man so einen Menschen sieht, also einen überfettleibigen, übergewichtigen Menschen, okay, du bist einfach nur widerlich. Und das kommt auch bei diesem Film auch so rüber. Wenn du eben seine Art siehst, wie eben als das komplette fette Hähnchen reinfährst, wo die ganze Suppe runterläuft, du denkst einfach bloß, boah, du bist so absolut ekelhaft und widerlich, bitte mach irgendwas, du bist verwahrlost, bitte quatsch dich mal. Trotz alledem, im Laufe dieses Films verwandelt sich dieser Ekel, diese Widerwärtigkeit eigentlich und einen Grundgedanken dann eigentlich zum Mitleid. Du hast Mitleid mit ihm und du baust eine emotionale Beziehung mit diesem Charakter auf, was er nur noch traurig macht. Er möchte eigentlich nur ein was haben in seinem Leben. Er möchte einmal im Leben es schaffen, im Leben was richtig gemacht zu haben. Und das ist für ihn das. Also, Entschuldigung. Er will auch Vergebung haben. Er sieht jeden Menschen, in jedem Menschen sieht er das Gute. Also jeder Mensch ist für ihn gut. Auch seine Tochter, die ihn auch komplett hasst wie die Pest. Aber er sieht immer noch das Gute in seiner Tochter. Und er möchte eigentlich nur, dass er von seiner Tochter wieder akzeptiert wird. Und es ist so tief traurig, diese ganze Geschichte. Vor allem dann der Schluss dann mit diesem Gedicht über den Wal. Oder das ist wieder der Aufsatz von dem Wal von Moby Dick. Es ist unglaublich herzzerreißend. Also mir sind wirklich danach wirklich die Tränen gelaufen ohne Ende. Also hier Brendan Fraser hat diesen kompletten Film an sich gezogen und es hat er so verdammt gut gemacht und einfach nur so überzeugend und so einen inspiriert, dass man wirklich über nachdenkt, wie man auch mit solchen Leuten auch umgeht. Also wirklich hier Wahnsinn. Auch natürlich seine selbstzerstörerischen Aspekte auch. Wenn er irgendwas, wenn er Kummer hat, frisst er einfach alles in sich hinein und das wirklich auf die übelste Art und Weise, wo man auch ab und zu gerne mal wegschauen möchte, was einfach ab und zu so eklig ist, was er da treibt.
auch das ist in diesem Film mit dabei. Also das ist wirklich eine Mischung aus Mitleid, Widerlichkeit, Ekelhaftigkeit, traurig, alles. Du hast so viel Mitleid am Schluss mit ihm. Wahnsinnig. Auch natürlich, also hier Hauptdarsteller, voll und ganz verdient, Brendan Fraser, Oscar-Gewinner, 100%. Auch natürlich die Tochter, gespielt von Sally Sink als Ellie. Diese Tochter ist auch so dermaßen realistisch dargestellt, sie verachtet ihren Vater, sie ist nur eine fette Sau, die eigentlich nur noch, der einfach nur widerwärtig ist, wie man sie auch selbst an sich selber bemerkt haben, wenn man diesen Film angeguckt hat. Und sie spielt auch das wunderbare Konzept aus, diese Boshaftigkeit, aber auch diese Direktheit zu der Menschheit und Sicht, auch zu den anderen Charakteren, die hier mal gezeigt wird, einfach nur Wahnsinn. Auch sie hätte auch auf jeden Fall eine Nebendarsteller, ja, Oscar gewonnen haben müssen, weil es auch so wirklich sau gut rüberkommt. Natürlich auch dann der Thomas, eben der New Church Sekte oder Religionslehre, kann man sagen, hier eben dann der Botschaft für die neue Religion für ihn, wirkt am Anfang extrem nervig. Dieses ganze Gottesgequatsche, ich bin einfach dafür kein Mensch dafür, ich kann damit nichts anfangen, ja, jemanden zu bekehren, und auch genau das geht ja um diesen Film ja auch, es geht ja um die Bekehrung auch von Gott, nervt am Anfang tierisch. Also es ging mir tierisch auf den Senkel, aber im Laufe des Films, auch das wird im Laufe des Films besser und auch das wird auch gut erklärt, warum das alles so ist, warum er jetzt da ist und jetzt eben versucht, eben Charlie jetzt hier zu bekehren. Und dann kommt eigentlich das ganz anders daraus, wie es eigentlich war. Auch das ist auch wirklich herzzerreißend. Auch die ganzen weiteren Darsteller, eben die Lou und auch natürlich auch dann die Ehefrau von ihm. Auch das auch sehr interessant. Und ja, auch hier gibt es viele, viele interessante Dialoge, wo man wirklich zuhören muss und die auch einen wirklich unter die Haut gehen und auch wirklich ja, sehr einen berühren. Aber ich kann nur von mir sprechen. Mich berührt dieser Film wirklich extremst. So. Kommen wir noch zu der Kameraführung, zu den Effekten. Gut, Effekte gibt es bei diesem Film so gut wie nichts, aber es gibt dieses absolut bombastische ja, Make-up, und zwar dieser Fettsuit, wo ihm hier Brendan Fraser anhatte, und einfach nur unglaublich. So was Realistisches ist einfach der Hammer. Also man kennt ja von Rammstein keine Lust, wo sie auch hier als Dicke verkleidet haben. Das sieht man natürlich, das ist ja deutlich anders bei diesem Film. Man hat wirklich das Gefühl, dieser Mann ist wirklich so dick. Und da gibt's nichts irgendwie Lächerliches. Es ist einfach wirklich nur unglaublich stark realistisch gemacht. Und vor allem, wenn ein Oberkörper auszieht und dann damit, dann wenn Oberkörper dann ins Bett reinläuft und er dann ins Bett reinlegt, wo nur durch die ganzen Schwaden nur so auf der Seite hängt, es ist einfach nur so wahnsinnig grandios umgesetzt. Einfach nur Wahnsinn. Auch das ist auch hier komplett verdient, dieser Oscar. Wahnsinn. Auch diese ganze Atmosphäre von diesem Film wirkt sehr deprimierend. Es regnet eigentlich jedes Mal, wenn die Tür aufgeht von außen. Es regnet jedes Mal. Es ist total deprimierend. Es ist trüb. Es ist düster. Die ganze Wohnung von ihm ist ja, düster gehalten, dunkel gehalten. Auch hier so viele Details, einfach nur schmutzig runtergeranzt. Nur, eben, dass eben mal die Krankenschwester vorbeikommt, ihnen hilft. Unglaublich, also hier, trotz alledem, dass es nur in dieser Wohnung spielt, siehst du hier so viele Details, was hier gemacht wurde, und das ist ja wirklich wahnsinnig gut umgesetzt. Auch die Kameraführung, obwohl es hier so eng ist, hat man das Gefühl, diese Weite dieses Zimmers wird hier aufgebaut, und man hat einfach das Gefühl, Charlie ist überall so von allen so weit entfernt, weil er einfach zu schwach ist, irgendwo hinzulaufen und irgendwas sich zu nehmen. Und das kommt auch in diesem Film so dermaßen gut rüber und ist so stark in Szene gesetzt worden, was einfach nur emotional rüberkommt und auch das wieder sehr traurig eigentlich macht. Dieser Film ist, wie gesagt, ein sehr spezieller Film. Gebt ihm diesen Film eine Chance, wenn ihr auf solche Filme mögt, wo wirklich nur Drama, wo wirklich mal ein runtergezogen wird, dann guckt euch diesen Film mal an. Es wäre ein sehr schwerer Film, der nach dem Genuss mir ein unangenehmes Gefühl auch entwickelt und vermittelt auch durch aber auch die extrem gute Darstellung dieses Charakters auch von Charlie, von Brendan Fraser, einfach nur eine fantastische Schauspielleistung, was auch Oscar auf jeden Fall komplett verdient ist, und auch diese komplette emotionale Ebene hier zieht einen komplett in den Bann. Die Bewertung von diesem Film ist wirklich verdammt schwer.
Ich gebe Ihnen jetzt von mir 10 von 10 Punkte, auch wenn man diesen Film nicht oft angucken kann, aber man muss hier das wirklich würdigen, was hier bei diesem Film gemacht wurde, und das ist hier wirklich extrem gut umgesetzt worden, und ich hoffe, ich konnte euch diesen Film irgendwie ein bisschen schmackhaft machen. Er ist wirklich ein spezieller, trauriger, schwerer Film, der einen wirklich wie ein Kloß im Hals dann steckt, auch während des Films schon denkst du, okay, meine Fresse, Alter, was ist das hier für ein schlimmer Film? Das zieht mich ja komplett runter, so ging es mir wirklich. Also dieser Film hat mich wirklich während des Films schon runtergezogen, weil es einfach sowas von traurig ist, von man hat Mitleid mit diesen Charakteren, also eigentlich mit allen Charakteren, weil es eigentlich irgendwie auf eine Art und Weise alle irgendwie runterziehen. Ich kann nur sagen, guckt euch diesen Film an, es lohnt sich auf jeden Fall. Aber seid gewarnt, es ist wirklich ein sehr harter Film. Wirklich sehr harter, dialoglastiger Film, wo man zuhören muss, kein Handy in der Hand hat zum Angucken, sondern nein, man konzentriert sich komplett auf diesen Film und auf nichts anderes. Nochmal vielen herzlichen Dank an Plan Pictures für das Mediabook, für die Kinogutscheine, für das T-Shirt, und ihr habt auf jeden Fall einen Fan von diesem Film, und ich kann nur sagen, guckt euch diesen Film an. Am besten in ruhigem Moment, zu einem perfekten Zeitpunkt, ist wirklich sehr wichtig auch, weil einfach so angucken, diesen Film geht einfach nicht. Du musst wirklich bei diesem Film dranbleiben. Ja, The Whale mit Brendan Fraser, Oscar verdient, 100%. Hätte auch den Oscar gewonnen, auch für den besten Film des Jahres, anstatt Everything, Everywhere, All at Once. Dieser Film hätte es komplett verdient und bekommt von mir die glatten 10 von 10 Punkte. Aber aus dem Grund, wegen der Machart, wegen dieser ganzen Emotionen, nicht wegen des Oft-Anguckens, weil das wird nicht oft passieren, dass man diesen Film oft anguckt. Einmal im Jahr vielleicht, sogar nur einmal alle 2 Jahre vielleicht, weil er doch einen wirklich sehr, sehr runterzieht. Ja, da ist meine persönliche Meinung zu The Whale. Jetzt seid ihr gefragt, ging es euch da bei diesem Film genauso wie mir? Oder war er doch ein bisschen, ja, robuster anstatt wie ich? Denn ich bin da wirklich sehr emotional bei solchen Filmen, und hab da so, okay, kommt, das ist einfach ein ganz normaler Film, der hat mich jetzt eigentlich eher weniger berührt. Also gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr dazu eure Meinung dazu habt, oder was auch meine, wie ihr auch meine Meinung findet. Könnt ihr mir gerne reinschreiben, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin schön gesund und fröhliches Filme gucken, und bis dann, der Tschübelü und Beep.